Unsicher sah sich Xandu um. Er fühlte sich alles andere als wohl in diesem Keller. Alles war muffig und ihm tat jeder Knochen im Leib weh. Wo war er hier? Warum war er hier und warum war denn Dunglas nicht mehr da? Tränen brannten in seinen Augen. Unentschlossen, seinen Geliebten und Herren zu finden, erhob er sich aus dem Bett. Es dauerte ein paar Minuten, bis er sich von den Schläuchen und allem, woran er festgebunden war, befreit hatte. Was waren das überhaupt alles für Schläuche? Und warum hingen überall Nadeln in seinem Arm? Nichts, womit man sich sonderlich wohlfühlte, aber nachdem er alles mehr oder weniger ordentlich aus seinem Körper gezogen hatte, entspannte sich der Fuchs deutlich. Die Geräte, an denen er bis eben noch angeschlossen war, fingen an, wie wild zu piepsen und Lärm zu machen. Aber es reichte ein einziger Tritt von ihm und diese Dinger waren zum Schweigen gebracht. »Na also«, murrte er leise und schüttelte sich, damit sein Fell sich wieder ordnete und schnupperte neugierig. Der Gestank war widerlich und die Luft dünn und muffig. »Wo um alles in der Welt bin ich jetzt?«, murrte er leise. »Und warum lassen mich alle hier allein? Also, wenn ich Dunglas in die Finger kriege, dann werde ich ihm aber mal gehörig die Meinung sagen. Der kann mich doch nicht einfach so im Stich lassen.« Der kleine Fuchsgeist war ziemlich beleidigt. Am liebsten hätte er Dunglas jetzt schon richtig die Meinung gesagt. Der konnte ihn doch nicht einfach so hier zurücklassen. Was war das denn für eine Art von Verhalten? Als er Schritte hörte, stapfte Xandu sofort los und blinzelte, als er von einer total fremden Frau stand, die ihre Hände in die Hüften stemmte und ihn musterte. »Du bist also dieser Fuchs, ja?« brummte die Frau leise, und Xandu spürte sofort, dass er eine Hexe vor sich hatte. Gleich stellten sich sein Fell auf und er wich zurück. »Was willst du von mir, du Weib?« »Frauen. Mit denen war Xandu noch nie klargekommen, und wenn sie so eine Art von Aura um sich hatten, konnte er noch weniger mit ihm umgehen.« Doch die Frau lächelte nur kühl, ließ sich von seinem Fauchen und Drohen überhaupt nicht einschüchtern und ging mit festen Schritten zu dem Fuchs, der aufjaulte, als sich ihre langen Fingernägel in sein Fell gruben. »Lauf mir nur nicht weg, mein kleines Schmusefüchschen«, schnurrte sie leise und schmunzelte. »Mein Herr will dich besser kennenlernen, weißt du? Er ist sehr an dir interessiert. Das wundert mich schon ein wenig, wenn ich ehrlich sein soll.« »Du bist doch überhaupt nichts. Hast nichts an dir«, grummelte sie leise und lächelte dann sofort wieder. »Aber gut, ich denke, damit muss ich wohl leben. Wenn ich ihn mit einem Jungen wie dir teilen muss, bin ich durchaus bereit, es auf mich zu nehmen. Immerhin liebe ich den Kerl, und er ist alles, was wichtig für mich ist.« Ihre Augen funkelten so sehr, dass Xandu beinahe schwindelig wurde. Was war das nur? Und warum traf ihn das so sehr? Ihr Blick schien sich regelrecht in seinen Körper zu bohren. Doch bevor er dazu kam, überhaupt noch einen Mucks von sich zu geben, bekam der junge Fuchs einen Schlag auf den Kopf und brach in sich zusammen. Allerdings ging es der Frau nicht sehr viel besser, und Xandu kam kurz darauf halbwegs wieder zu sich. Vor ihm stand genau derjenige, auf den er so lange gewartet hatte. »Willst du dich allen Ernstes gerade von einer Hexe entführen lassen?« murrte Dunglas. Xandu kam gar nicht dazu, ihn zu fragen, warum auch er eins über die Rübe bekommen hatte. »Da lasse ich dich mal für ein paar Minuten aus den Augen, und du machst so einen Mist. Kann man dich denn nie alleine lassen? Du solltest in einem Bett liegen und dich richtig erholen, stattdessen streunst du hier rum und flirtest?« War das der Grund für die Kopfnuss? Eifersucht? Benommen schüttelte Xandu den Kopf, schob dann aber schmollend die Unterlippe vor. »Was redest du denn da? Ich meine, du hast mich doch alleine gelassen. Du warst doch nicht da, als ich wach wurde. Und dann, was denkst du denn, was passiert, wenn ich hier alleine bin? Da suche ich eben nach dir, und dann sowas.« Jetzt motzte Dunglas auch noch mit ihm rum und verpasste ihm eine. Was sollte sowas denn? Der hob beruhigend seine Hände und nahm Xandu fest in den Arm. »Keiner nimmt dich mehr weg, hörst du?« flüsterte er leise. »Du gehörst mir allein, und ich werde nie im Leben dulden, dass da ein anderer Mann kommt.« In den ganzen Jahren war Xandu sein Leben geworden. Er liebte den Fuchs, er liebte ihn mehr, als er Gwendolyn jemals hätte lieben können. Und der Gedanke, ihn zu verlieren, brach Dunglas das Herz. Wer auch immer danach ihm suchte, nach seinem Fuchs, den würde er töten. Innig drückte Dunglas den kleinen Fuchs an sich, sackte dann aber auf einmal in sich zusammen. Seine Augen rollten sich nach innen, ihm wurde schlecht und kurz darauf brach er einfach auf dem Boden zusammen. Der Kerl, der Xandu vor ein paar Stunden noch operiert hatte, stand da und zuckte mit den Schultern, in der Hand einen Knüppel. »Sorry, Süßer, aber da gibt's einfach jemanden, der deutlich besser für dich zahlt.« Am
nächsten Morgen zog sich Iki vernünftig an und fuhr sich durch die Haare. Diesmal blieb ihnen gar nichts anderes übrig und sie mussten in den Krieg ziehen. Lächelnd sah er zu Gwen, die kaum noch richtig wahrzunehmen war. In den letzten Stunden hatte er sich erholt und tief geschlafen. Da schien auch Gwen sich ein wenig erholt zu haben und ihn nicht weiter angezapft zu haben. Auch sie wurde langsam wach und gähnte. »Ich glaube, wir müssen aufstehen«, murmelte sie leise. »Es ist echt spät geworden gestern Abend. Wir mussten noch so viel klären und...« Weiter kam sie nicht, denn die Tür wurde aufgerissen und Siri platzte herein. Ihre Wangen waren gerötet, aber wohl eher, weil sie sich total beeilt hatte, um herzukommen. »Es tut mir wirklich leid, dass ich euch störe«, murmelte sie leise, hibbelte von einem Fuß auf den anderen und war sehr nervös. »Richter ist unten bei seiner Mutter. Ich wollte euch nicht stören. Es ist nur total wichtig, wisst ihr? Ich muss mit Alice zu ihrem Haus zurück, nur ist Douglas auch noch mit Xandu verschwunden und ich mache mir langsam Sorgen um ihn. Eigentlich wollte ich euch nicht damit belasten, wisst ihr, aber es passiert so viel und ich komme gar nicht dazu, euch richtig irgendwas zu erklären. Auf jeden Fall, ihr müsst so schnell aufstehen. Wir brauchen eure Hilfe.« Und schon war sie auch schon wieder verschwunden. Etwas verstört sahen Iki und Gwendolin ihr nach, doch dann seufzte die leise Frau auf. »Was ist hier nur los?« murmelte sie. Besorgt musterte Iki sie und streichelte über ihre Wange. »Du machst dir Sorgen, oder? Wir finden Douglas schon, da bin ich mir sicher. Und wenn wir das alles hier hinter uns haben, dann werden wir in Frieden leben.« Sie konnte nur hoffen, dass er mit all dem recht hatte. Man spürte, wie sehr ihr das alles zu Herzen ging. »Weißt du, wie sehr ich mir das wünsche?« murmelte sie leise und erhob sich aus dem Bett. »Sieh nur raus. Das hier ist die Welt, in der ich bis jetzt immer gelebt habe, in der ich glücklich war und jetzt zerbricht alles. Natürlich will ich nach Hause, nur weiß ich nicht aber mehr, ob ich dort noch leben kann. Es tut mir leid, ich weiß, wie wichtig dieser Kampf ist und wie viel davon abhängt, aber ich muss zugeben, ich wäre auch froh, wenn das alles endlich vorbei wäre und wir endlich in Ruhe leben könnten. Irgendwo, du und ich, wo wir Ruhe haben und uns besser kennenlernen können. Da gibt es noch so viel, was ich von dir wissen will. So viel, was ich noch nicht an dir kenne und ich habe noch nicht einmal genug Zeit, um dir alles zu zeigen und dich kennenzulernen.« Liebevoll schloss Iki sie in die Arme und presste sie fest an seine Brust. »Mach dir keine Sorgen. Ich bin für dich da und ich liebe dich. Zusammen schaffen wir diesen Schritt auch noch.« Er spürte, wie erschöpft sie war und dass sie nicht mehr weiter wusste. Was würde aus ihr werden, wenn dieser Kampf noch lange weiterging? »Gut, wir müssen jetzt einfach in Ruhe nach Douglas suchen. Wenn wir ihn haben, werden wir auch schon weitersehen können. Ich bin mir zwar nicht sicher, was Siri noch vorhat, aber es scheint wichtig zu sein.« Lächelnd sah Gwen ihn an und küsste die rosigen Lippen, die so freundliche und warme Worte fanden. »Ich liebe dich so sehr und ich bin so froh, dass ich dich habe. Ansonsten hätte ich das alles niemals durchgestanden. Da bin ich mir sicher.« Ebenso sicher war sich Iki, dass sie das alles ohne ihn vermutlich niemals hätte mitmachen müssen. Darüber machte er sich auch Gedanken. Offenbar schienen Siri und er gewaltig etwas losgetreten zu haben, was er damals nicht hatte einschätzen können. Immerhin ging es hier darum, dass er hierher gekommen war, um mit seiner Schwester hier zu leben, und jetzt steckten sie mitten in einer Geschichte drin, die sie so nie hätten einschätzen können. Aber das hier hätte niemand ahnen können. Das hier war von keinem vorhersehbar gewesen. Trotzdem wollte er Gwen doch auch einen Ort bieten, an dem sie Ruhe fand und ihren Frieden hatte. »Mach dir keine Sorgen. Bald hat das alles hier ein Ende, und dann fangen wir ganz von vorne an, hörst du?« Er musste sie beruhigen und gleichzeitig aufbauen. Dankbar sah Gwendolin ihn an, griff nach seiner Hand und lächelte. »Gut, aber dann müssen wir jetzt da weitermachen, wo wir aufgehört haben, und alles irgendwie wieder auf die Reihe bekommen. Wir müssen Douglas suchen, und auch wenn er vor wenigen Tagen noch sowas wie mein Feind war, ist er jetzt ein Freund von uns. Wir müssen ihn finden. Siri macht sich bestimmt nicht umsonst Sorgen.« Wenn mit ihm etwas nicht stimmte, musste man ihn finden, so viel war sicher. Außerdem machte sich Gwen ja mittlerweile auch Sorgen um ihn, ob sie ihn vor wenigen Tagen noch leiden konnte oder nicht. Beruhigend sah Richter seine Freundin an und nahm sie fest in den Arm. »Alles wird gut, mach dir nicht so viele Sorgen«, murmelte er leise. Der Tod von Theomara lag ihm noch immer in den Knochen. Es fiel ihm schwer, sich überhaupt so weit zu konzentrieren, dass er begriff, was um ihn herum geschah. Siri konnte das gut verstehen und lächelte tapfer. »Du hast Alice gesehen. Sie stand total neben sich und ich habe sie noch nie so erlebt. Ich mache mir einfach Sorgen um sie, weißt du? Da steckt irgendwas hinter, auch wenn ich noch nicht genau begriffen habe, was es damit auf sich hat. Aber sie so traurig zu sein, bricht mir das Herz.«
Lächelnd nahm Richter sie in seine Arme und drückte sie eng an sich. Er liebte es, sie festzuhalten, und gerade brauchte er das einfach. Dabei war er froh und dankbar, dass die OP mit seinem Herzen so schnell und gut über die Bühne gegangen war. Er spürte zum ersten Mal seit Jahren wieder sein Herz in sich hämmern, und das fühlte sich gut an. »Wir schaffen das auch noch«, flüsterte er leise und hauchte ihr einen Kuss auf die Stirn. »Ich bin mir sicher, dass alles gut wird. Alice meinte doch, sie müsste zu ihrem Anwesen zurück, aus dem sie geboren wurde, oder nicht?« Besorgt sah Siri zu ihrem Liebsten, der noch immer sehr erschöpft war. Kein Wunder, er hatte eine schwere Herz-OP hinter sich, und man spürte, dass die Anstrengungen neu für ihn waren. Offenbar nahm er sein Herz zum ersten Mal so richtig wahr, und auch wenn sich Siri sehr darüber freute, war ihr auch klar, was das für Anstrengungen bedeutete. »Du hältst dich aber daran, dass du nicht mit Gwendolyn über die Sache mit Theomara sprichst«, flüsterte Richter leise und sah Siri flehend an. Es gefiel der jungen Frau nicht, vor ihrer Freundin Geheimnisse zu haben, aber sie wusste auch, warum Richter nicht darüber reden wollte. »Also gut. Ich hab's dir versprochen. Nur fällt mir das nicht leicht. Sie könnte dich unterstützen, aber ich verstehe dich schon. Ich werde den Mund halten. Ich hab's dir versprochen. Trotzdem gefällt es mir nicht.« Dankbar lächelte Richter, denn er wollte über die Sache mit Theomara nicht mehr reden. Und er wollte schon gar nicht mit seiner Nichte darüber diskutieren. Am Ende hatte man damit doch sowieso keinen Erfolg und Gwendolyn konnte stur sein wie keine zweite Frau, die er kannte. Siri sah ihm tief in die Augen. Sie war bereit, jedes Geheimnis mit ihm zu bewahren, auch wenn es ihr nicht vollkommen in den Kram passte. »Nun, dann lass uns gehen. Ich habe mit Gwen schon gesprochen und ich denke, sie wird nach Douglas suchen. Hoffen wir, dass ich ihr alles in Ruhe überlassen kann. Ich mache mir schon Sorgen um ihn und um Xanlu. Der kleine Fuchs ist doch so verletzt, bestimmt kann er sich gar nicht wehren, wenn man ihn angreifen sollte.« Wenn man ihn denn angreifen sollte, aber sicher konnte man sich da auch nicht sein. Richter kannte seine Liebste, und er wusste, dass ihre Sinne sich nur selten täuschten. »Gut, dann werden wir jetzt losziehen. Wo ist die kleine Katze?« flüsterte er leise und hauchte ihr noch einen Kuss auf die Lippen. Es war noch immer so ungewohnt für Siri, von ihm so sanft behandelt zu werden und seine Lippen zu spüren. Ein Gefühl, das sie aber auch nie mehr missen wollte. »Sie wartet draußen und ist noch immer total durch den Wind. Irgendwie verstehe ich auch noch nicht so richtig, was sie mir erzählen will. Dabei gibt sie sich solche Mühe. Aber sie ist eben noch so jung und so nervös. Ich weiß auch nicht. Wir sollten lieber mit ihr gehen und nachsehen, warum sie so durcheinander ist. Irgendwas beschäftigt meine kleine Katze total. Und ich mache mir Sorgen um sie.« Es brach ihr das Herz zu sehen, wie sehr sie litt. Was auch immer Alice in der Zeit passiert war, in der sie in dem Haus war, es hatte sie total verstört. Und es schien auch jemanden zu geben, der ihr wichtig war. So viel hatte Siri verstanden, aber sie verstand einfach nicht, was genau da los war. Als Gwen und Iggy die Treppe runterkamen, sahen die zwei frisch Verliebten sich noch einmal glücklich an. So hatte sie ihren Bruder noch nie gesehen, und auch wenn ihr klar war, dass sich niemals jemand zwischen ihnen und sie stellen konnte, spürte sie einen leichten Stich in ihrem Herzen. Jetzt war sie nicht mehr der wichtigste Mensch in seinem Leben, aber sie war noch immer ein wichtiger Teil davon, und damit musste sich auch die kleine Schwester abfinden. Es war gut, so wie es war, und lächelnd nahm Iki sie einfach in den Arm. »Ich hab dich lieb. Ganz egal, was passiert, ich hab dich furchtbar lieb. Vergiss das niemals.« Erstaunt sah sie Iki an, denn es kam ihr vor, als hätte er ihre Gedanken gelesen. Fest schlang er seine Arme um seine Schwester herum. Ja, er hatte so manches vor ihr geheim gehalten, besonders die Tatsache, dass sie adoptiert waren. Doch das würde sich so oder so nicht mehr viel ändern, denn sie liebten sich und würden immer für immer Geschwister bleiben.